heute einmal der 28. Juli. Das Video werde ich noch nicht am 28. hochladen, aber dann später. Bei uns ist hier in Antalya richtig was los. Ein Kilometer von uns entfernt brennt es in Manavgat. Brennt und guck mal, wie das hier alles aussieht. Hubschrauber, auch jede Minute ein Hubschrauber. Sind ja, die sind schon, vorhin waren es so 10 Kilometer entfernt, jetzt ist es nur noch einer. Und ja. Also, ist schon Licht ist so heute gefühlt 100 mal ein- und ausgegangen. Wegen Stromausfall und so. Aber ist dann eine längere Zeit dann wieder angegangen. Aber dann so ab 15 Uhr hatten wir den ganzen Tag Strom aus dem Licht an, aus. Hier ist, auf dem Bild ist es gerade an. Aber es geht auch jedes Mal ein und aus. Und so sieht es aus. Ganz hinten schon ist alles schwarz. Das sieht man auf dem Bild jetzt nicht so gut, aber da auch alles dunkel. Wird man jetzt als normal einschätzen, aber ist es nicht. So ist es normal. Und so ist halt so aktuell. Und wie gesagt, ein Kilometer entfernt ist es. Und solange, erstmal kommt noch kein Feuer zu uns, sondern viele Häuser schon abgebrannt. Menschen in Gefahr. Und ja, ja, heute ist der 28. und recht viel los. Und den ganzen Rauch kann man auch ja, riechen. Stinkt überall. Da ich jetzt Abend gerade das Video drehe, ist im Pool auch keiner mehr. Ja. Blick aus dem Balkon habe ich ja schon ein Video gemacht. Und jetzt wollte ich euch nochmal zeigen, das mit dem Rauch. Aber wir hoffen mal, das wird noch weggehen. Morgen vielleicht oder übermorgen. Wie gesagt, heute ist 28. und alles voller Rauch. Vorhin sind auch die ganzen Automaten aus- und eingegangen und das ganze Personal musste dann rumlaufen. Ja. Auf dem Meer, beim Meer waren auch die meisten heute nicht, wegen starkem Wind. Und durch starken Wind ist halt Feuer ausgebrochen und so. Ja. Aber wie gesagt, in Manavgat, vielleicht kennt ihr das ja, das Reisen manche, da fahren manche hin, um zu shoppen, günstig zu shoppen und so. Aber wie gesagt, alles dunkel und so, ne? Ja. Das war so ein kurzes Video. Wollte ich nochmal zeigen, was hier so los ist. 28. Juli ist gerade. So. Das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst einen Daumen hoch da. Schreibt einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat oder nicht. Und lasst vielleicht ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst, ja. Das war's. Ciao, Leute.